haben wir einen VW Touareg, Baujahr 2010, mit Scheibenheizung. Ich zeige euch, was ihr alles abbauen bzw. beachten müsst, wenn ihr die Windschutzscheibe tauschen möchtet. Nummer 1, ihr stellt das Auto gerade hin, legt den Gang rein und dann fangt ihr an mit den Scheibenwischern. Schraubt hier mit einer 16er, seine 16er Mutter, schraubt die Mutter einfach auf von den Wischern, damit ihr diese vom Wischergestänge runterziehen könnt. Durch Druck hinten auf das Gelenk des Wischers, da könnte es möglich sein, dass der Wischer von alleine runterhüpft, so wie hier. Passt auf diese Unterlegscheibe auf, dass ihr euch nicht in den Motorraum fällt und dann etwas nach unten drücken und den Wischer vom Wischergestänge einfach runterheben. Auf der Fahrerseite auch die Kappe entfernen. Hier die Wischermutter lösen. So, hier hatten wir Glück. Durch leichtes Wackeln hat sich der Wischer schon gelöst vom Wischergestänge. Im Regelfall braucht man bei fast allen Mercedes- und VW-Audi-Modellen einen Abzieher. Also habt vorsichtshalber einen zur Hand. Seitlich die A-Säulenverkleidung, die hebt ihr hier einfach mit einem Klipseheber aus den Klipsen heraus. Das sind kleine Metallklipse, circa alle 15 cm. Hier seht ihr sie, sind genietet und gehen eigentlich auch nicht kaputt. Unten der Windlauf, auch hier mit dem Klipseheber drunter. Der ist durch eine Nut an der Scheibe befestigt. In diese Nut wird er reingesteckt und ihr hebt ihn einfach mit dem Klipseheber aus dieser Nut raus. So, dann machen wir hier noch die andere A-Säulenverkleidung weg. Der Windlauf selber ist noch durch Klipse befestigt. Zuerst entfernt er hier mal diesen Abdichtgummi und habe dann links und rechts jeweils zwei Klipse. Diese Klipse einfach mit dem Schlitzschraubenzieher entgegen dem Uhrzeigersinn eine Viertelumdrehung und mit dem Klipseheber leicht rausheben. Wenn sie rausholt, seid so gut und tut den Finger oben drauf, damit sie euch nicht in den Motorraum fallen. So sehen die aus. Bleiben auch ganz, gehen nicht kaputt, sind problemlos. Fahrerseite, die Klipse springen von alleine raus. Die sind ganz einfach. Und dann dieses kleine Plastikteil aus dem Windlauf rausziehen. So, dann ist der Windlauf soweit locker. Unten am Windlauf ist noch ein Kabel befestigt. Da drückt ihr seitlich einfach vorsichtig auf den Stecker drauf und zieht das aus dem Halter raus. Hier seht ihr das, da müsst ihr seitlich drauf drücken und dann könnt ihr dran ziehen. So, Windlauf legen wir auf die Seite. Jetzt haben wir noch die Heizanschlüsse. Dieser hier unten ist mit einem Kabelbinder befestigt gewesen, damit er nicht los rumfliegt. Den Kabelbinder schneidet ihr einfach durch, macht später einen neuen hin. Dann nehmt ihr am besten einen kleinen Schlitzschraubenzieher, einen möglichst kleinen, und drückt diesen Schlitzschraubenzieher in diesen Stecker. Seht ihr jetzt etwas besser. Und dann könnt ihr da einfach am Stecker ziehen. Kabel könnt ihr wegreißen oder dran lassen, wie ihr möchtet. Hier das gleiche. So, innen drin der Innenspiegel.
der ist gedreht. So, jetzt gibt es noch einen dritten Heizanschluss unter dieser Leuchte hier. Dazu löst ihr mit einem kleinen Schraubenzieher erstmal die Abdeckung von der Leuchte. Und dann müsst ihr auf der linken Seite die kleine Metallklammer erwischen. Und dann geht die Leuchte ganz einfach raus, indem ihr auf der linken Seite einfach zieht. So, und unter der Leuchte seht ihr hier die kleine Mutter für den Heizanschluss. Da ist das Kabel, beziehungsweise das Band. Könnt ihr einfach hier die Innenraumleuchte entfernen, dass sie euch nicht stört. Und dann braucht ihr für diese Mutter einen 7er Schlüssel. Ja, also eine 7er Mutter. Das ist ganz was Seltenes. Normalerweise hat man ja eigentlich in den meisten Autos 8er Muttern an diesen Stellen oder 10er. Hier ist es eine 7er. Ihr schraubt die Mutter einfach auf und zieht das Heizband runter. Und dann könnt ihr es nach vorne rausziehen oder einfach hängen lassen. So, jetzt habt ihr soweit eigentlich alles auseinandergebaut und könnt beginnen, die Scheibe rauszuschneiden. Beim Zusammenbauen einfach wieder in umgekehrter Reihenfolge. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch viel Spaß.